Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Seit ein paar Tagen gibt es etwas Aufregung über ein Spezialpaket. Man dachte, das würde wieder exklusiv sein, aber Bungie hat nun Gott sei Dank alle Fragen geklärt. Aber ich halte euch trotzdem mal über die ganze Entwicklung auf den Laufenden, denn es ist trotzdem interessant, da jeder trotzdem, sag ich mal, ein Recht auf diese Sachen hat und die auch bekommen wird unter diversen Bedingungen. Seit ein paar Tagen gibt es halt diese Screenshots eines Waffenpaketes, um etwas genauer zu sein, von dem Suros-Paket. Ja, das besteht aus einem Emblem, einem Shader und drei Waffen des Herstellers Suros, unter anderem Suros Regime, daher ist ja der Hersteller eigentlich bekannt. Aber in dem Paket ist jetzt ein Scout-Gewehr, ein Impulsgewehr und ein Automatikgewehr drin. So, das Angebot an sich wurde noch nicht so wirklich offiziell bekannt gegeben, sondern es war nur ein Leak auf Reddit und dieser hat halt Bungie enorm unter Druck gesetzt. Die Fans dachten gleich wieder, oh mein Gott, ein exklusiver Deal mit einem Versandhandel, wieder mit GameStop. So war es ja auch beispielsweise bei den exklusiven Shader Blacksmith. Aber das hätte wiederum bedeutet, dass nur Spieler, die bei diesen Händler bestellen, auch dieses Angebot, sag ich mal, bekommen. Der Rest, ja, geht ja da leer aus. Aber keine Sorge, wie gesagt, das ist nicht der Fall, das ist alles nicht nötig. Ihr braucht da jetzt auch nicht irgendwie Panik schieben oder ähnliches, denn naja, das Angebot ist weder an irgendeine spezielle Plattform und an einen speziellen Händler gebunden. Das ist, wie gesagt, nicht der Fall. Das Paket an sich wird jeder, beziehungsweise so gut wie jeder in Destiny bekommen, denn Bungie hat Entwarnung gegeben, das Paket erhalten alle Spieler, die eine digitale oder halt eine Verkaufsversion von The Taken King, also König der Besessenen, vorbestellen. Und dasselbe gilt auch für die Collectors Edition, auch hier wird entweder eine digitale oder eine Verkaufsversion benötigt. Das heißt wiederum, die einzigen, die es nicht bekommen, sind Spieler, die eine Nicht-Collectors-Edition ohne Vorbestellung erwerben. Aber sogar die Hüter, die dieses Paket nicht per Bestellung erhalten, werden es sich in Destiny erspielen können. Das gilt allerdings erst am 01.01.2016, ist also noch etwas hin. Die anderen bekommen schon eine Art erfrühten Zugang zum Suros-Paket, das Ganze schon ab 15.09.2015. Jetzt sind wir aber auch schon am Ende angelangt. Ich bedanke mich schon mal bei euch, dass ihr bis dato dabei wart. Jetzt würde mich noch eure Meinung zu den ganzen interessieren. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Wie findet ihr die Waffen oder einzelne Sachen oder das komplette Paket sogar? Wie gesagt, ich würde es wirklich gerne von euch wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen nach oben gleich mit da. Würde uns riesig freuen. Ein Klick auf den Abo-Button schadet auch nicht, damit ihr keins unserer Destiny als auch die Elder Scrolls Videos mehr verpasst. Jo, dann bin ich wirklich jetzt raus an dieser Stelle. Macht's gut, bis zum nächsten Video.